So, dann lassen wir doch noch mal in Ruhe den Stuhl quietschen, finden uns hier noch ein allerletztes Mal am Filing Shrine. Ja, ach, ich kann es kaum glauben. Ich kann es kaum glauben. Wir sind fast durch. Ich kann es kaum glauben. Epischer Moment fast vor dem Ende. Episch. Okay. Okay, bisschen ausrasten. ja, wir haben eigentlich nichts Großes mehr zu tun, ne? Ja, Fram pennt noch eine Runde. Wir haben eigentlich nichts mehr zu tun, außer Gwyn den Endboss zu machen. Also, wir können doch alle NPCs töten und so, aber das kennt man ja schon, das ist langweilig und wir wollen es endlich zu Ende bringen. Wir sind doch gerade menschlich, also hoffentlich. Ich denke mal, hier vorne oder auf der Treppe bieten sich schon ein paar an. Ja, mal schauen, ob wir da was finden oder ob wir da jemanden finden. Ja, wir erinnern uns hier, ne, der Raum. Jetzt hätte man hier nochmal Herrschaftsgefäß. Was bringt das eigentlich, hier Seelen darzubieten? Musst du doch machen. Seelen darbieten, das sind die Lord Souls. Ja, genau, jetzt können wir hier die Lord Souls darbieten. Oh, episch. Eine lässt er fallen, alle vier sind es gleichzeitig. Das Feuer lodert. Aber du darfst jetzt schön viele Black Knights machen, ne, auf dem Weg. Die sind aber nicht schwer. Ja, klar. Damals waren die schwer, aber nicht mehr schwer, meinst du? Bist du so weit noch gar nicht gekommen? Ich kenne das trotzdem. Achso, ja, stimmt. Ja, und wir haben das mit die Mighty Door geöffnet. Ich schreite jetzt hindurch. Ins Nichts. Ja, ich muss hier langsam durchgehen, weil guck mal, jetzt kommen noch diese Geister von den Black Knights hier durch. Das ist eigentlich so eine epische Treppe. Oh. Jetzt müsste so eine Musik kommen, so, weißt du, wie der, bei Herr der Ringe Schlacht von Helms Klamm oder so. Kannst du eigentlich links nach rechts runterfallen, ja, ne? Ich versuch's jetzt nicht. Das ist jetzt der Ofen der ersten Flamme, ne? Genau. Wie heißt das nochmal auf Englisch? Keine Ahnung. Mir fällt das Wort nicht ein. Also Ofen. Okay, komisches Gerät. Ja, Ofen der ersten Flamme. Alles voller Asche. Wir nehmen uns Hilfe dafür. Ja, also nur wenn die kommen. Wenn die jetzt kommen, genau. Ich warte kurz. Ich sag mal so, du darfst jeden einmal probieren. Jedes Zeichen. Ja, okay, das ist aber sehr freundlich. Obwohl Gwyn selbst alleine gegen, im Gegensatz zu Steve noch einfach sein sollte. Ne? Ja, wenn da mal was passieren würde jetzt. Ah, kommt noch. Ja, in der Zeit. Chill the base, Kollege. Guck mal, der sieht cool aus. So ein Mix, ja. Nee, ich finde die Kapuze passt überhaupt nicht zur Rüstung. Die hat er nur an, damit er rollen kann wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ich warte noch ein bisschen, bis ich hier mal eben gewinne. Gegen Gwyn reicht ja normalerweise Feuerverteidiger, ne? Der hat Feuer macht, oder? Der macht Feuer. Bisschen Fire Death und dann. Anrufung gescheitert. Ich versuch's jetzt selber gesagt, ich darf jedes einmal versuchen. Jetzt warte ich noch kurz, bis wieder eins da ist. Achso, ja, stimmt. Gerade waren noch drei oder vier da, ne? Dann weiß ich ja zu helfen. Du hast ein extrem beschissenes Handy-Internet hier oben, weißt du das? Ja. Ich dachte, du bist über einen Router dran. Nee. Nicht schon. Ja. Ich würde den halt gerne jetzt echt beim First Try schaffen. Von allen guten Finstergeistern verlassen. Gott, war der schlecht. Das ist mir gerade so eingefallen. Ist dir gerade so spontan eingefallen, ein schlechter Witz oder was? Ja. Ich trau mich gar nicht, es ist so schön. Gerade, ich freue mich. Ich guck mir lieber noch ein bisschen die Treppe an. Stehe ich ein bisschen in der Gegend. Die Treppe, sie ist so schön. Streck die Zeit künstlich. Damit die Folge sich auch lohnt, ne? Ja, ja. Wir wollen ja nicht in 10 Minuten schon durch sein. Und dann brauchst du 20 Versuche gleich. Ja, noch 3 Stunden später. Ja, komm, also ich hab ja gesagt. Vor dem müssen wir auch noch welche finden. Nee, eigentlich sind die immer hier. Meinst du, davor sind gar keine mehr? Also, ich hatte nie welche davor. Ist ja auch egal. Komm, Gwyn muss man eigentlich fast auch alleine machen, ne? Das ist ja, wie gesagt, er ist nicht so schwer. Na gut, okay. Das ist ein rotes. Das hier vorne, ja. Gumsma.
Sag mal, wie sieht der aus? Also das ist der von gerade, ne? Nee, ist ein anderer, oder? Ach nee, es ist... ja. Den hast du nicht versucht zu beschwören, aber das ist einer, den wir gerade schon gesehen haben. Was hat denn der für eine Rüstung überhaupt? Das ist die Silver Knight-Rüstung. Ist das ja, ne? Ja. Okay. Silver Knight. Du hast ein nettes Katana. Ja. Das ist das Yaito, glaube ich. Oder Ushigatana. Ah, ne, Yaito muss das sein. Hier duellieren hat doch auch episches. Ja, kann ja mal ein bisschen den Ausblick geben. Wie bei Game One, ne? Die haben ja hier links da ihre Zeichen verteilt. Aber auf der Xbox. Soweit habe ich nicht geguckt. Doch, ganz am Ende haben die hier noch eine Duellfolge gemacht. Ach so. Okay. Genau da, wo du gerade hinguckst, da auf diesem Hügel. Kann man denn da hin irgendwo? Oder? Ja, nein, das ist einfach nur Hügel. Da ist nichts. Da ist nichts. Ja, das ist einfach nur quasi Kulisse. Okay. Und da wurden da episch gekämpft. Episch? Eigentlich wollte ich jetzt nicht so lange aufhalten. Außerdem hast du ihn zweimal probiert, oh mein Gott. Oh nein! Das ist ein Rotes, kannst du ein Duell machen. Zack, tot. Das ist doch die letzte Chance hier, ne? Um auf die Kacke zu hauen. Ja, aber du hast eh keine Chance, weil da kommen ja nur diese Pro-Gamer, die 50 Jahre am Stück das spielen, ne? Und... keine Ahnung. 50 Jahre am Stück, genau. Ja. Ich weiß nicht, Leute, die dieses Spiel rein PvP-mäßig spielen, verstehe ich irgendwie nicht so ganz, weil das ist halt total... Ich hatte noch nie so viel Spaß am PvP. Darum geht's gar nicht. Es geht mir einfach mehr so darum, dass das halt viel zu... dass die Technik einfach total für den Arsch ist, hier mit dem Beschwören und so. Ja, aber auch einfach mit den Backsteps und so auch, ne? Du ärgerst dich nur, weil du... Der steht vor dir, plötzlich kriegst du einen Backstep von dir. Hat doch nichts mit Balance zu tun hier und so. Also ich meine, klar, kann man machen, aber muss man nicht. Ja, Balancing gibt's ja auch nicht so gut, ne? Nee. Meistens trittst du gegen Gegner an. Guck mal, wie verkrüppelt der hier mit dem Fuß steht. Achte mal auf den Fuß. Ja. Na gut, okay, er will nicht, ich versuch's alleine. Vielleicht findest du ja noch einen Freund. Keiner mag mich. Ich hasse dich, du besuchst mich nie. Ist doch sehr cool hier, dieses was auch immer das ist da mit dem. Zwei runter. Zack. Sind das überhaupt Black Knights? Ja, ja, klar. Hier sind noch Silber, aber guck mal, der hat doch das Black Knight Sword. Ja. Das sind eigentlich Black Knights, aber hier ist diese Rüstung noch Silber von denen. Das heißt, die wurden noch nicht von den Flammen der Drachen. Oh, den kannst du brauchst mindestens zwei Schläge, um den zu stingern. Dann machen wir langsam. Gut gemacht. Wäre ja peinlich, wenn wir jetzt auf dem Weg schon ne? Abmitteln. Bei denen kannst du nochmal die ganzen Waffen droppen, die wir noch nicht haben. Oh, so, das ist schwarz-roter Großschild. Großschwert. Aber das hatten wir, glaube ich, bekommen, ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche wir alle hatten. Ja, ich glaube, das Ultra-Großschwert haben wir nicht. Die helle Bade haben wir. Das ist Silver Knight. Das ist auch. Ne, die haben irgendwie so eine ganz komische Tönung hier. Das liegt aber vielleicht auch an dem. Ne, die sind alle Silber. Aber das sind Black Knights eigentlich. Wie gesagt, das ist Black Knight Greatsword, was da der ist. Das Schwert haben wir nicht. Stimmt. Ja, sie kommen alle, glaube ich, noch einmal. Also jeder Typ irgendwie. Ja, richtig. Jede Waffe. Das sind nach drei Schlägen mit der Gestell erst. Weil die Rüstung, die kriegst du ja gleich von denen, ne? Die liegt halt der Säule. Ja, cool. Wo man sie auf jeden Fall auch noch braucht. Ja, für den NG Plus. Kann man das benutzen? Ach ja, natürlich. NG Plus. Hab ich ja ganz vergessen. Was wir aber nicht machen werden. Nee. Uns warten höhere Aufgaben. Sagst du, hast zwei? Nee, richtig. Pass auf hier, ne? Wenn du hier runterfällst. Diese kommen ja noch ein paar von den Kameraden. Wenn Seelen sind jetzt auch egal. Ja, aber dann müssen wir nochmal noch alles neu. Und dann ist die Menschlichkeit weg. Ah, vor ja, Greenhouse. Ich tank gleich noch ein bisschen. Ja, aber gesagt, vor Greenhouse mal machen wir auf 10. Ich will mal sehen, wie viel Schaden du machst. Lock den irgendwo, wo du mehr Platz hast, oder? Nö. Ich weiß nicht, 2 gepult, oder? Nee. So, hier ist die glatte Stelle. okay, warte mal. Nein, zurück. Das dahinter ist die so, da. So. Achso, ich dachte, da hinten ging es weiter. Nee, ich hab's jetzt nicht im Kopf gehabt. Da geht's weiter, wo du hin wolltest, aber da ist die Rüstung. Haben wir gerade noch drüber geredet. Episches Gebiet. Genau, guck nach oben, während du läufst und siehst nicht wohin. Absolut keine Ahnung, wo man hier überhaupt ist von dem. Man kann, das ist ja ein. So ein riesiges Mausoleum irgendwie. Das einzige Gebiet, das man halt beim Gucken nicht finden kann. Ja, weil das ja unter allem ist, ne? Das ist ja. So schwarz, so vorwegritt, ne? Ja, schwarz. Ich hab's ja gesehen. Die Schwarzritterrüstung, auch ziemlich cool, muss man sagen. Eigentlich sieht er genau aus wie Silberritterrüstung, nur in schwarz. Nur schwarz, ja. Wow. Ich weiß nicht, ob die Werte deutlich besser sind oder nicht. Siehst du, da ist noch einer. Oh.
Stimmt, derselbe. Nee. Ach, Solaire, den kann man sich beschreiben. Ach ja, genau. Den haben wir im Leben gelassen. Ja, stimmt, den kannst du nehmen. Na gut, der kommt mit doch. Einem reicht's. Ja, weil er nicht wahnsinnig wurde bei uns. Dadurch, stimmt, dass wir den die Made voll gekillt haben. Krass, ja, den nehmen wir doch gerne als Hilfe. Da haben wir doch ganz vergessen, dass wir den holen wollen. Ich wusste doch nicht, dass es den hier gibt. Doch, ich hab's ja doch damals gesagt, ich hab's ja vorgelesen, aber wir haben es einfach vergessen. So, jetzt kommt nochmal der mit der Hellbird gleich. Ja. Ja, Solaire, der kann den ein bisschen ablenken, den Gwyn, kannst du den ganzen Zeit wegstimmen. Pass auf, erstmal mit der Axt, die ist krass. Pass auf, die haut richtig rein. Wie heißt das? Black Knight Great Axe oder was? Ja, genau, das ist die Great Axe. Ich weiß gar nicht, wo der. Guck mal, der macht sogar Sonnenlichtspeer. Eigentlich muss ich den nur blocken, oder? Jetzt kannst du ihn wechseln. Ja, pass auf, Solaire sollte nur noch ein bisschen happy haben. Toll. Der macht sehr viel Schaden. Du solltest ihn nicht treffen lassen. Hau ihm einfach den Rücken einmal. Ja. Statt zu warten, bis der Solaire kaputt prügelt. Ey, guck mal. Ach, den kann man ja nicht heilen. Ah, ne. Das ist aber blöd. Ne, den nicht. NPCs kannst du nicht heilen. Das ist das Problem dabei. Das ist egal. Und das ist jetzt noch die Hellbird. Quasi die stärkste Waffe zuletzt oder die gefährlichste. Aber auch die schützt dich vor einem Backstab. Was für ein Schwert hast du da eigentlich? Ein ganz normales Langschwert? Oder? Oh, Glück gehabt. Kommt. Oh, Junge. Da haut auch einen Schaden rein. Blauer Brocken. Okay, die Great Axe und das Great Sword haben wir nicht bekommen. Also. Ob hier noch irgendwas zu beschweren ist? Nein. Nein. Okay, dann Clementi reinkloppen, ne? Jo, jetzt kommt's drauf an. Haben wir Doppel, weil das geht schneller. So, machen wir bis auf 10. Bei 10 ist das Cap, ne? Ja. 10 müsste dann plus 80 Schaden oder sowas geben. Dann zieht ein Backstab da 580 oder so. Oder wird der auch verdoppelt, der Schaden? Auf 660. Gucken wir gleich mal, was der kriegt. Was der frisst. Wenn ich jetzt sterbe, sind halt 10 mal. Ja. Aber ist jetzt auch egal. Ja, wo sind dann? Haben wir immer noch 3. Dann können wir ein bisschen mehr Schaden machen und dann, wie gesagt, das Spiel endet hier gleich. So, wir hätten noch eine Doppel gehabt. Ja, das wird dann haben wir noch 5 Human vielleicht. Und auf geht's. Ab geht's, 3 Tage. Bosskampf. 3 Tage, so leer. Wir haben sogar noch den Ring, der ein bisschen vor Feuer schützt drin, ne? Wir hätten den Vollfeuerschutz nehmen können. Obwohl die Schläge doch, die gehen ein bisschen durch die Deckung. Siehst du? Fokussiert Solaire. Die kann man nicht backstaben. Nee? Egal, dann hau ihm so. Solaire lenkt ein bisschen ab. Guck mal, 230 Schaden. Guck mal, wie viel das ist. Zweimal hast du getroffen, oder dreimal. Dann mach jetzt safe, ne? So, lass ihn. Du bist ein Bossmusik hier, finde ich. Weil der Solaire ist gleich weg, ne? Gleich bist du alleine. Aber wir machen ihm gut Schaden. Solaire ist weg. Jetzt bist du alleine. Jetzt geht's alleine, ich gegen. Pass auf, wenn er greift, roll weg, ne? Weil dann der macht richtig Schaden. Dass wir sogar das blocken können. Ich konnte den damals nicht komplett blocken. Na klar. Guck mal, das sieht kaum. Bisschen Schaden, ne? Das sieht kaum aus. Ja, das ist das Feuer, das durchgeht. Ich weiß gerade das Moveset noch nicht. Ja, kannst du dir kurz angucken. Also er schlägt eins. Und der hat eine hohe Reichweite damit. Kickt. Kicken kann der. Zwei Schlag. Ich glaube mehr als zwei Kombinationen macht er nicht. Höchstens, ich weiß nicht, ob er drei hat, aber. Also er kickt oft. Ich trau mich gerade nicht. Da, der Griff, der darf dich nicht treffen. Alter! Ja, der soll nicht treffen. Obwohl, selbst den kannst du blocken einmal. Also einmal fressen. Aber diese Musik. Ja, ne? So schön ruhig. Oh, scheiße. Ja, das ist das Problem, du kommst schlecht von dem weg, um zu heilen. Ah, der ist so schnell! Vor allem, er wird nicht gestaggert durch die Schläge auf deinen Schild, ne? Immer einen Schlag und dann weg, ne? Nein. Ein bisschen was hat das gebracht, aber. Ah, das wird jetzt noch schwer, ne? Ja, alleine ist er echt nicht, oder? Ja, du hast zu leer zu viel fressen lassen bei den Rittern. Das hat er hier. Ah, hinter dem Ding kannst du dich also mal verstecken. Nach dem Ding, guck mal, nach dem Griffversuch kannst du den mal einer schlagen. Schon. Der Tritt interessiert mich nicht. Oder hier nach so. Ja, zu spät aber. Oder ist noch Zeit gut. Zwei. Jetzt? Ah, ja, vier noch. Aber das hat kaum Schaden gemacht. Guck mal, nach zwei Schlägen ist er auch gestaggert. Jetzt. Ja, egal, einen kannst du fressen, den zweiten nicht. Geh hinter der Säule. Vielleicht nicht den Rücken zu kämpfen. Ich wollte sagen, lass ihn anvisieren. Lass ihn nur anvisieren, Mann. Du machst es dir so schwer, wenn du den loslässt, dann klar, hau dir den Rücken. Ja, tatsächlich. Ah, den hast du gefasst. Ja, der. Jetzt.
So. Noch drei Schläge oder so. Ist er weg. Weg. Nein! Du rollst nicht. Aber okay. Könnte auch schlimmer sein. Ja, aber trotzdem. Einfach rollen. Aber nach Sprunganruf kannst du auch noch rutschen. Wie gesagt, sehr wenige Leute schaffen Gwyn nicht. Weil der ist nicht wirklich schwer. Ja, jetzt, jetzt. Ich sagen. Ah, komm, das war kein Schaden. Ist er da durchgeglitscht? Jetzt. Weg. Nein! Oh Mann. Sechs Personen wieder, ne? Oh. Ist ja auch egal, wenn er jetzt nochmal Schaden macht, dann kommt Humanity rein. Ja, aber trotzdem solltest du nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Mit ihrer Kraft fällt er schon weg, ne? Ja, bestimmt. Ja, klar. Guck, jetzt, jetzt. Yeah. Egal, ist voll, weil er erst getroffen, dann hast du ihn halt. Das Problem ist, nach seiner Fehlerkombi kann er nochmal seinen Griff machen. Eins, zwei, drei, vier und jetzt macht er den Griff. Nee, nicht immer. Okay. So, zuvor jetzt. 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 Drauf, ja. Ja, gut getroffen. 340. Aber zwei leichte Schläge sind besser eigentlich. Jetzt kannst du nochmal schlagen. Na, Fehlerkombi versucht zu schlagen. Nein. Musst du rollen. Der greift, auf, der greift durch den Schild. Ja, jetzt hast du noch zwei Estos, Mann. Ich hab doch gesagt, wir haben noch so viel Humanity. Was machst du dir für einen Stress, Alter? Ja, wenn du stirbst, dann haben wir keine mehr. Dann machen wir dem nicht mehr so viel Schaden. Ich werd nicht sterben. Hab dir gesagt, ich mach den im First Try. Ja, aber du machst risky. Bla bla. Eigentlich mach ich ziemlich safe. Das ist nicht risky. Ja, nee, dadurch, dass du ein bisschen zu lange, also zu viel hocken musst, weil du eben nicht bei solchen Dingern wegrollst. Ja, jetzt mach doch. Ja, guck mal, der Schlag zieht nichts. Jetzt, hier schon. Ja, schön fest. Schön fest, immer fest drauf. Sprunganruf kannst du nach der letzten Kombi machen. Ja, warte, nachdem der greift. Der greift nicht immer danach, guck mal. Ja, aber. Der hat einmal danach gegriffen. Seitdem hast du noch Frisches. Ja, natürlich, das macht halt schon. Das ist halt so das einzige, das übelst krassen Schaden macht. Ja, jetzt. Ach nee, fuck. Nee, nicht das einzige, aber. Das einzige, was durch dein Schild trifft. Der haut dich gleich so kaputt, wenn du so weiter nur blockst. Schlag ihn doch einfach einmal danach. Du machst es spannend. Ich schlag den, jetzt pass auf, der wird mich grabben. Ach scheiße, jetzt hat er sich gedreht. Jetzt. Nicht zu really jetzt. Also so? Ja. Ich heile jetzt aber nicht nochmal. Okay. Einen Treffer noch, ne? Dann ist er weg. Ich aber jetzt auch. Nee, nicht. Aus der Distanz einfach einen fetten Angriff und dann ist er weg. Jetzt. Ja, so. Ja, nicht viel gebraucht. Wir gehen weg von ihm. Wenn er jetzt grabt, dann ist, kommst du nicht weg. Jetzt. Und weg ist er. Das war's. Licht meine aus. Fresse. Licht, Licht aus. Aus. Genau mit. Du hast alle 10 gebraucht. Das war schon knapp. Ja, das war's. Asche fürs Gwyn. So, welches Ende nehmen wir? Wir sind immer noch Anhänger von dem Dunklen, also würde ich rausgehen, oder? Also man hat jetzt die Möglichkeit, man kann entweder, zeig mal das Leuchtfeuer, sich an dieses Feuer setzen da hinten. Das ist aber da hinten, links, links, da, ja. Genau, und das wieder anzünden, damit wieder die Flamme zum Leuchten bringen. Und wird man selber der nächste Aschefürst, ne? Ja. Oder man geht und leitet das Zeitalter der Finsternis ein. Obwohl, wir haben Friend zugesagt, ne? Nicht seinem Bruder. Ja. Also müssten wir das Feuer kindeln. Ich wusste. Oh. Ups. Okay, dann gibt's jetzt das böse Ende von Dark Souls, das ich übrigens noch nicht gesehen habe. Okay, dann ist es besser. Also von daher passt mir das ganz gut. My Lord, bless thy safe return. Let Karth and Frampt serve your highness. We are here to serve your highness. True dark be cast upon the world.
epische Musik. Oh, da kommen wir noch Gatti. Ich hab Gänsehaut hier, ey. Meine Fresse. Das erste Projekt ist damit zu Ende. Richtig, wir haben es geschafft nach ziemlich langer Zeit. Ich 68 Folgen, glaube ich, jetzt, ne? Jo, lassen wir nochmal die Credits schön durchlaufen. Ja, was sagt man? War ein schönes Spiel. War ein schönes Spiel. Hatte viele gute, aber auch viele schlechte Momente. Selten so emotionale Spiele wie Dark Souls, ey. Ja, was haben wir zum Schluss bewirkt? Wir haben die Finsternis quasi auf die, wir haben wirklich dieses finstere Zeitalter. Ja, wir haben das Feuer ausgehen lassen. Also es gibt kein Feuer mehr. Dunkelheit überströmt die Welt. Genau. Und die sind der Gebieter der Dunkelheit. Richtig. Ja, meine Fresse. Was soll man da noch sagen, ey? Ja, vorher keine Ahnung. Ich habe noch nie ein Spiel. Also das ist unser erstes. Das erste Mal, dass wir zusammen so ein Spiel durchzocken, das stimmt. Also generell unser erstes LP jetzt auf dem Channel, auch das erste, was wir dann zu Ende gebracht haben. Ein großer Moment. Ja. Jetzt wird erstmal ein bisschen weniger gemacht, also zumindest kein Gemeinschaftsprojekt. Genau, wir warten jetzt, bis Dark Souls 2 kommt. Genau, eine Woche. Eine Woche noch ungefähr. Genau, eine Woche, glaube ich. Dann prügeln wir uns durch den zweiten Teil durch. Ja. Ne, 6 Tage noch. 6 Tage. Ja, nächsten Donnerstag. Nächsten Freitag, wären wir schon Samstag. Ja. Ja, meine Fresse. Aber das Ende ging ja schneller als du gedacht. Ich dachte, wir hängen bei den letzten drei Bossen viel länger, ne? Aber die letzten drei gingen gut. Ich habe ja gesagt, wen mache ich dir im First Try? Ja, aber ich meine Kalamet und Manus, ne? Ist halt. Ja, meine Fresse. Ich bin schon ein bisschen stolz auf uns. Ja, ich auch. Meine Fresse, ey. Ja. Genießen wir noch diese epische Musik. Genießen jetzt noch ein bisschen das Intro. Ich werde jetzt hier mal das Outro. Credits. Ja, Credits oder Outro. Genau. So, ich werde dann auch das Mikro mal ausmachen. Wir sagen Tschüss, sagen Danke für alle, die zugeguckt haben, Ja, und würden uns immer für ein Like oder ein Abonnement freuen. Und wir sehen uns dann bei Dark Souls 2. Genau, wir sind da nicht anders. Also. Oder bei anderen Projekten. Genau. Macht gut, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Eure Lords der Finsternis. Dam, dam, dam.